Ja, jetzt vor allem die Flashcams ausgehen und die anderen Spiele. Ja, gut, Spiel, Handyspiele. Spiel Crossy Road. Also das mache ich jetzt ja auch und ich muss sagen, es laggt extrem, weil ich wollte es eh mal ausprobieren. Deswegen, ne? Deswegen spielen wir das mal. Und natürlich mit einem weihnachtlichen Hintergrund, denn Adventskalender und so ein Bop-bop-bop-bop-bop. Und naja, ich denke, wir können es gut weit bringen im Leben. Hehehe. Nächster. Oho. Back, back, back. Okay. Ist ja noch keine Schwierigkeit momentan. Okay, also das Spiel ist ja schon lange wieder relativ out, nachdem es so einen mega Hype hatte. So, es hatte ja quasi so eine Art Flappy Bird Hype, ne? Also, dass jeder quasi diese App hatte und so Rekorde ausgetauscht wurden. Aber die Art von App-Spiele sind noch die, die ich cool finde. Okay, ich habe Erfolg freigeschaltet. Tunnelblick. Ein Geschenk. Wow. Dann gewinnen wir doch gemeinsam mal einen Preis. So sieht das also an. Ich habe es noch nie mit Ton gespielt. Ja. Genau, und dann versuchen wir es doch noch einmal, bevor wir hier. Also ja. Frage mich nicht, warum ich auf die Idee komme. Das Ding sogar, es ist nicht nur wichtig jetzt für mit diesem Adventskalender, sondern auch dafür auszuprobieren, wie ich mobil aufnehmen kann. Nein, eigentlich ist es nicht wichtig, weil ich will eigentlich keine Apps aufnehmen. Eigentlich will ich auch noch ausprobieren, sobald das Rocket League Winter Update auf der PS4 draußen ist, mal von der Konsole aufzunehmen, was dann auch was Historisches auf meinem Kanal wird. Genauso wie das historisch ist, weil es das erste und vielleicht letzte, wobei wegen dem Kalender würde ich noch nicht sagen letztes, App-Video ist, in dem ich eine App-Let's Play. Aber es ist interessant, wie das funktioniert. Also, 62, okay. Geschenk, danke. Ja, was tut man nicht alles, um einen Adventskalender zu füllen? Ich habe so viele Sachen aufgenommen, von denen ich nicht mehr weiß, was ich nehme, weil manche Sachen. Nee. So, jetzt sind wir wieder der Autos. Aber ich finde solche Spiele, wo man einfach mal weiterkommen kann und seinen Rekord verbessern kann, wie eben Flappy Bird auch, wo man hier zum Teil dann aber auch manchmal so ein bisschen verzweifelt, wenn man kurz davor stirbt oder so. Diese Apps, die haben für mich den höchsten Suchtfaktor. Ich weiß nicht, ob man schon gesehen hat, welcher Highscore ich hier habe, aber der ist meistens höher gewesen als der von den anderen, weil ich das im Vergleich zu anderen, also sicher gibt es tausende mehr, die es mehr gesuchtet haben, aber im Vergleich zu den Leuten, die ich kenne, habe ich sehr krass gesuchtet. Okay, das hat doch gut funktioniert. Okay. Es laggt auch nicht mehr. Also ganz am Anfang hat es gedeckt. Konnte ich leider keinem Tod die Schuld dafür geben, dass es geleckt hat. Andersrum. Keinem Leck die Schuld dafür geben, dass ich gestorben bin. Aber naja, Skill hat eben. Ja, gut. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir stoppen einfach mal die Aufnahme. Und wenn es nicht so, wenn es schwer ist, für den Adventskalender reicht das. Ja, was sagt denn ihr? Fandet ihr das eine interessante Idee oder gar nicht? Na, mal sehen. Ciao.